Wir sind gestern Mittag um 12.24 Uhr alarmiert worden hier in die Holzwerkstätten der Behindertenwerkstatt. Hier kam es zu einer unklaren Rauchentwicklung in einem Spänebunker. Bei der Erkundung konnten wir feststellen, auch mit Hilfe des Betreibers hier vor Ort, dass es in dem Spänebunker an dem Übergabepunkt von der Heizung zum Spänebunker zu einem Schwelbrand kam. Wir hatten eine erhöhte Temperatur von ca. 250 Grad im Deckenbereich von der Heizungsanlage und konnten eine minimale Glut im Bereich des Spänebunkers feststellen. Wir haben dann daraufhin Löschmaßnahmen über ein Fognail-System eingeleitet und haben den Spänebunker erkundet, haben parallel dazu eine Fachfirma telefonisch kontaktiert, die auf Spezialbrandbekämpfung im Silobereich spezialisiert ist. Die haben uns dann empfohlen, eine Einleitung der Löschmaßnahmen mit CO2 vorzunehmen. Da wurde dann von uns die Werkfeuerwehr Merck aus Darmstadt angefordert mit dem Abrollbehälter CO2, die dann gestern Abend und in die Nacht hier noch in Einsatz kamen. Das heißt, wir haben dann den Spänebunker von oben mit CO2 geflutet. Und jetzt am heutigen Tag kam noch eine Firma aus dem Ruhrgebiet zum Einsatz, die jetzt, nachdem die Firma Merck von oben mit CO2 geflutet hat, jetzt die Eindämmung des Feuers von unten nochmal mit Stickstoff vornimmt. Die Maßnahme wird wahrscheinlich 24 bis 48 Stunden andauern und im Anschluss wird dann hier versucht, über eine Spezialfirma sämtliches Gut, was in dem Spänebunker drin ist, noch zu entnehmen. Wahrscheinlich wird es Freitagnachmittag mit Sicherheit auch in den Samstag noch reingehen. Osthessen News. Sehen, was bewegt.